Jo, da wären wir wieder. Und ich will jetzt aufräumen. Nur wie? Das ist eine gute Frage. Also sollte einigermaßen bündig aussehen. Das heißt jetzt nicht hier unten 8 Schmelzöfen für grüne Sachen und da oben 4, sondern irgendwie 6 und 6. Das heißt, ich müsste einfach die da dahin bringen. Was das Ganze noch ein wenig durcheinander bringt, sind die hier. Die Electric Metal Mixing Dinger. Ich denke, ich mache das ein wenig anders. Ich nehme den da weg. Schnapp mir... Welchen wollte ich nicht anrühren? Wir hatten ein Original von... Ne, das Original ist wieder weg. Mist. Okay, dann nimm den weg. Schnapp dir die hier. Und dreh die hier runter. Dadurch sind jetzt alle Metal-Mixing-Dinge hier unten in der Reihe. Und wir haben nicht normale Schmelzöfen und dann plötzlich 3 von denen. Das ist gut. Das heißt, die da müssten alle weg. Und da müssten 3 neue hin. Das heißt, ich nehme mir jetzt wieder das Blueprint, das ich eben hergestellt habe. Das da. Mach das weg. Und ersetze das hier durch. So. Und setze die dann hier. Das heißt, wir hätten dann 11. 11 ist noch eine gerade Zahl. 2, 4, 6, 8, 10. Ja, 11. Nee, ich hätte gern 12. Und den. Du musst da weg. Ich weiß nicht, ob du wichtig bist, also mache ich dich mal so wieder hin. So. Also, 12 Stück hier unten hätten wir für grüne Platten. Okay. So viele MK2-Furnisse haben wir gar nicht, ne? Die sollte ich vorbereiten. Ich brauche Blei. Mir bitte Blei. Und was brauche ich noch? Rubber und weiße Chips. Rubber kann ich verstehen, aber warum kommen keine weißen Chips an? Fehlt wieder irgendwas für irgendwas. Oder bin ich nicht in der Robo-Abdeckung? Wo ist der nächste Robo-Bord? Da oben. Na, ich bin sowas von in der Abdeckung drin. Ja, ich sehe nur weiße Grizzlebretter, aber keine weißen Chips. Ja, das ist jetzt nicht schön. Ah doch, da oben. Sie arbeiten auf jeden Fall. Sie arbeiten nur zu langsam. Und es fehlen mal wieder diese komischen... Die da. Weil die gar nicht hier angefordert werden. Fordere die einfach mal an. Du hast zwar direkt nebenan eine Fabrik, aber die ist anscheinend nicht schnell genug, um euch beide durchgehend zu versorgen. Ja. Okay, wieder runter zur Aufräumungsaktion und so. Geht. So, das heißt, wir stellen die jetzt alle um. Kann ich das irgendwie... Mach den mal leer. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links, Shift links. Dann dürften jetzt keine neuen seltenen Erze angeliefert werden und irgendwann ist das Ding alle. Richtig. Dann... Brauchen wir den. Und wenn die alle sind, dann kann ich die ersetzen durch irgendwas anderes. Das heißt, wir haben jetzt hier unten 12-mal grüne Platten. Dann machen wir da drüber... Sagen wir mal 12-mal Stahl. Das ist viel, oder? Nee. Wir machen 12-mal... Gar nicht so. Wir machen 6-mal Tin, 6-mal Blei. Oder 6-mal Tin, 3-mal Gold, 3-mal Blei. Irgendwas so in der Richtung. Dass wir die Sachen, die wirklich häufig brauchen, dass sie eigene Schmelzen haben. Nicht so wie jetzt Kuddelmuddel und dann wird durchgehend Silber eingeschmelzt. Schmolzen. Irgendwie wäre ich davon ausgegangen, dass wir, wenn wir nur genug von diesen Sonderschmelzen haben, dass dann irgendwann alle Erze aufgebraucht werden. Aber nö. Kommt viel zu viel hinterher. Dann bräuchten wir wahrscheinlich MK6 Schmelzöfen oder so. Achso, ich wollte das Ding gleichsetzen. Blub.
und die nächsten. Peu à peu kommt das ja alles zusammen. Ihr seid schon reine Tin-Dinger, ne? Ja, 3 Stück. Okay, dann machen wir da auch nochmal 4, 5, 6 Stück. Wir müssen nur alles andere dann hier rausnehmen. So, 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 so. Gut. Also, 6-mal Tin, weil Tin wird ziemlich häufig gebraucht. Denn Gold. Du kriegst jetzt nur noch Gold. Gibst mir alles außer Gold. 1, 2, 3 Stück. Dann Blei, ne? So, 6 davon, 3 davon. Die 3 hier hinten wären dann Blei. Du hättest gerne. Na, wobei, in den Massen brauchen wir Blei gar nicht. Naja, nimm mal Blei hier. Kriegst doch schon mal was. Shift rechts, Shift links, Shift links. Blei. Blei, das da raus. Und hier bekommst du noch mit hin. Also ja, das wird eventuell wieder noch angepasst. Da oben haben wir jetzt nur 4 Schmelzen für Stahl. Das könnte sich als etwas zu wenig herausstellen. Muss ich dann bei Zeiten gucken. Momentan kommen wir aber relativ damit zurecht. 1200 haben wir. Und die werden nicht mehr durchgehend hier angefordert. Erweitere das mal auf 5 Stacks Puffer. Das heißt, wir hätten insgesamt 20 Stacks. A 200 sind 4000. Müssen 4000 sein. Und 4000 darf man auch Tasche haben. Das sollte eine Weile reichen. Mehr Schmelze bitte. Okay. Na, bin mir gar nicht so sicher. Warten wir ab. Also, 12 grüne Platten, 6 Tin, 3 Gold, 3 Blei, 4 Stahl. Und hier sind jetzt die Mischdinger. Also für Glas, Rubber, Steinziegel und diversen anderen. Wobei ich die, glaube ich, lieber nach rechts verschiebe. Nach links verschiebe. Mal. Die 3 schmelzen hier. Natürlich. Lalala. Und tu die mal hier an den Rand und reiß die da ab. Damit wir hier noch mehr Platz haben für Stahl. Eigentlich Roboter könnt ihr. Achso, ihr müsst jetzt mal leer machen alles. Kann es sein, dass wir irgendwas davon nicht richtig begrenzt haben. Sieht alles okay aus. Das schaffen die schon. Also die da weg, die da hinten hin, dann haben wir hier theoretisch mehr Platz für Stahl. Und wenn wir irgendwann mal noch eine neue besondere Schmelze brauchen für irgendein neues Gut, dann nehmen wir einfach einen Stahl weg und machen dann stattdessen daraus was anderes. Das heißt, hier kommen überall die da hin. Und du da rein, damit ihr das irgendwie aufbauen könnt da oben. So. Und damit ist zumindest die Schmelzanlage hier vom Plan her fertig. Also brauchen wir jetzt nur noch genug von Dinner. Und das ist nur eine Frage der Zeit. Und wir erweitern das, wenn, dann nur Richtung Westen. Weil hier oben kommt ja die ganze Forschungsanlage hin. Hier kommen die Replikatoren hin. Wobei bei den Replikatoren wurde vorgeschlagen, dass ich Kobalt replizieren sollte. Wobei wir immer noch 2400 Kobalt-Grizzeldinger haben. Also weiß ich nicht, wie nötig das wird. Wobei es ist eine endlose Ressource, ne? Wäre nicht endlose Ressource. Es ist eine endliche Ressource. So rum. Das heißt, irgendwann werden wir hiervon nichts mehr haben. Und es waren nur ein paar kleine blaue Flecken. Also klingt es nicht schlecht, ja. Haben wir das schon erforscht? Nein. Wird dann bald erforscht, sobald das da durch ist. Was erforschen wir da eigentlich gerade? Ah, blaue Chips für noch schnellere Roboter. Ja, okay. Du bitte
dahin. Ist okay, ist okay. Was können wir nochmal Schönes aufräumen? Die Fabriken. Muhahaha. Ja. Ich muss erst mal unten gucken. Also hier kriegst du erstmal ganz viel Zeug. 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 Ja, das brauche ich. Oder das nicht. Ja. Ich muss erstmal gucken, was wir hier wo schon haben. Die Solar Panels und Akkus sind am Bauen. Das ist schick. 50 Stück davon schon. Und 50 davon. Wie sieht Strom aus? Sag her. 11 Gigajoule. Achso, du bist wieder nicht mit irgendwas verbunden. Hm? Ja, 35 Gigajoule. Schon besser. Ich könnte jetzt einfach mit Blueprints für die machen. Aber nee, ich erweitere das einfach auf 2 Stacks. Und wenn wir dann später anfangen mit dem Gelb auf Grün ersetzen, dann geht das nochmal schneller. So, wir hätten hier also noch Platz. Ich denke mal, die Reihe und die Reihe bewahre ich mir noch auf. Für MK4, MK5, MK6, wenn es die überhaupt gibt. 4. Geht nur bis 5. Wie heißt die erste Version? Warte mal. Also MK5, MK4, MK3... MK2, MK1. Es gibt kein MK0. Also es sind nur 5 Stück. Das heißt, bis hier. Bis hier ist der Platz quasi beansprucht. Mach mal die beiden weg und dafür so einen. Und dann stelle ich das da schon irgendwie ein. Stell da mal, einfach nur, damit ich weiß, wofür es ist, das dahin und das dahin. Es sollte den Zukunfts-Gerogon ein wenig irritieren und dafür sorgen, dass er dann bis hier nur arbeitet. Okay, also hier ist alles frei. Das heißt, wir nehmen den nächsten Blueprint. Das hätte ich nicht machen sollen. Jetzt kann ich nämlich die 3 da nehmen, die leer sind. Flup, flup. Na, da geht nicht. Das da hinsetzen. Das da hinsetzen. Oh, da auch nicht. Warte. Tut mir leid, Jungs. Ihr müsst das irgendwie alles wieder abreißen. Denn ich will hier direkt von oben die Sachen runter kopieren und nicht alles von Hand da einstellen. Das heißt, wir gehen jetzt nach oben. Wir suchen uns irgendeinen Block aus, der eigentlich schon einigermaßen sortiert ist. Wie zum Beispiel der hier. Und klauen uns den heraus. Das heißt, die Dinger hätte ich jetzt alle ganz gerne unten. Wobei die auch jeweils eine höhere Stufe haben, also bräuchte ich nach oben hin relativ viel Platz. Setzen wir die mal... Ah ne, hier sollten weiße Chips hin und... Wenn in ein höher, hm? Hier. Okay, musst du weg. Und du kommst dahin. Und dann kommen da drüber dann die nächst höheren Dinger. Also momentan haben wir nur die Speed Circuit Boards. Wenn wir aber weiter erforschen in die Richtung, dann kommen da nach den Speed Circuit Boards... irgendwelche anderen Sachen. Kann ich das hier sehen? Nee. Also es gibt auf jeden Fall noch höhere von diesen hier. Das sind nicht die Module. Richtig? Richtig. Das sind nur die Dinger, die man braucht, um die Module zu erforschen oder um die Module zu bauen. Und die kommen dann jeweils hier drüber. Das heißt, die können auch erstmal alle weg. Die Platzhalter brauchen wir ja gar nicht mehr. So, so, so.
heißt, der Platz hier nach oben ist auch verplant. Wie zeige ich das am besten? So? Weiß der Zukunfts-Girogon, dass das dann nach Norden weitergemacht werden muss? Eventuell, ja. Da recht weit nach oben kommen dann die weißen Sachen und die anderen Sachen. Okay. Wo haben wir noch Platz? Hier haben wir Platz für Kleinkram. Hier haben wir auch Platz für Kleinkram.